So, Gabi, mit dir gibt es nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal zu Wack und klären die Sache mal. Ich sollte gar nicht hier sein. Ach, hier drüben. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Dann komm ich schnell zur Sache, was? Gut, hier hast du es. Aber erzähl keinem, dass ich es dir gegeben habe, sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Und damit, Freunde, haben wir alle 5 Artefakte Adanos. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. So. Und das bedeutet, du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Blablabla. Was wollte ich denn jetzt gucken? Irgendwas wollte ich gerade schauen. Ich sage, wir rotten sie aus. Wir sehen ja hier sowieso nichts. Genau, wir haben damit jetzt... Da muss man hart durchgreifen. Ich weiß wieder, was ich wollte. Ich wollte schauen, ob ich das anlegen kann. Vielleicht... Adanos Amulett. Bleibt dir nur eine Wahl. Sehr gut aus. Das nehmen wir doch mal im Gegensatz zu dem hier. Genau. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Ich sage, wir rotten. Hatte ich die anderen auch angelegt? Die Adanos-Ringe? Ach so, weil es maximales Mana ist. Gut, kann ich verstehen, dass ich das deswegen dann nicht dran habe. So, für die haben wir leider wahnsinnig viel altes Wissen, die werden wir leider nicht tragen können, ohne rumzucheaten. Das will ich ja nicht machen hier im Let's Play. Da muss man hart durchgreifen. Gut, da wir das jetzt haben, können wir eigentlich... Ich schaue nochmal ganz kurz, ob es hier nicht vielleicht doch einen Teleportstein gibt. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr hier zurück müssen. Aber hier muss es doch einen geben, eigentlich. Es ist deine Ehre, du musst den schauen. Und zwar eigentlich nicht hier drin, weil man hier ja erst reinkommt, wenn man so genug Glück hat. Hier wäre eigentlich so der übliche Ort und ich glaube, ich sehe schon was. Nein, doch nicht. Es ist deine Ehre. Du musst entscheiden. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Na gut, was soll's? Ist auch nicht so wichtig. Wäre jetzt bloß ganz nett gewesen, den noch zu erhalten. Uninteressant. Dachte ich mir jetzt schon fast. Das kenne ich schon. Ich bin die sicherlich alle schon abgelaufen. Das kenne ich schon. Und mit Avogadro gibt es auch nichts mehr zu besprechen. In Ordnung, ne? Ich will mich auch nicht so lange aufhalten hier. Auch, aber ich genieße es jetzt noch mal ein bisschen, wieder hier zu sein. Das ist ja schon so lange her mittlerweile. Es ist, als ob ich noch gar nicht hier gewesen wäre bisher. Gut. Sah das Turm nicht weiter dulden. Wie aus? Soll nicht das jetzt bleiben? Ich weiß leider nicht mehr, was ich sage. Ach, das X, das X. Das X markiert das Ziel. Das werde ich nicht weiter dulden. Und damit los. Wir sind zurück, Xaliboy. Jetzt wird es interessanter, denn jetzt darf Xalas uns tatsächlich verraten, was er eigentlich vorhat. Und jetzt kommt die Entscheidungsmöglichkeit, welches Ende wir haben wollen. Ich habe die 5 Artefakte Adanos. Dann hältst du große Macht in deinen Händen. Eine Macht, die Zuben und Roba auf ihrer Seite sehen wollen. Beides ist möglich. Mit diesen Artefakten kannst du dich für Innos oder für Belia entscheiden. Und was hast du vor? Ich sage, es liegt an uns zu verhindern, dass Belia oder Innos diesen Krieg gewinnen. Denn was würde passieren, gewinnt einer der beiden? 1000-jährige Herrschaft unter dem Willen eines Gottes. Am Ende wird es wieder Krieg geben. Mein Plan sieht vor, diesen Wahnsinn für immer zu beenden. Das ist der dritte Weg, den ich dir anbiete. Doch diese Entscheidung treffe nicht ich, sondern du. Und welche Rolle spielen die Artefakte dabei? Gehe zum Erzofen im Nordmar und zerstöre sie.
Nimm den Fokusstein. Er enthält die gesammelte Magie der Runen. Es ist genug Energie, um den Erzofen so anzufeuern, dass die Artefakte darin vernichtet werden können. Ich soll die Artefakte vernichten? Damit ihre Macht nie mehr eingesetzt werden kann. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Entscheidest du dich für Belia oder Innos, ist alles, wofür ich gekämpft habe, verloren. Zumindest für die nächsten 1000 Jahre. Und das ist die Wahl, die wir haben. Wir werden uns natürlich für den Weg, den Xardas uns vorschlägt, entscheiden. Denn das ist auch der Weg, den das Spiel im offiziellen Kanon sozusagen dann einschlägt, da Arcania genau darauf aufbaut. Und auch dieses wundervolle Standalone-Add-on Götterdämmerung, das ja so unglaublich unfertig war und auch so wahnsinnig lieblos an vielen Punkten. Aber dort geht es genau darum, dass der Einfluss der Götter zurückgetrieben wurde. Jetzt aber erstmal weitere Erklärung von Xardas, bitte. Was ist, wenn ich die Artefakte zerstört habe? Dann beschreiten wir einen Weg, dessen Ziel wir nicht kennen. Aber es wird noch nicht vorbei sein. Alles Weitere werde ich dir sagen, wenn die Artefakte zerstört sind. Es ist schrecklich. Ganz ehrlich, es geht immer bloß so, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Mehr sage ich dir, wenn du das gemacht hast, was ich dir gesagt habe. Was soll das? Aber gut, kein Problem. Wir widmen uns dem, was Xardas uns vorgeschlagen hat. Da wir die Schmiede ja jetzt, oder den Schmelzofen ja jetzt endlich befreit haben, ist das auch kein Ding mehr. Dann werden wir das Ding mal etwas... Dann werden wir das Ding mal etwas missbrauchen und mal ganz fix hinab zur Schmelze gehen. Gut, dass hier jetzt keine Orks mehr auf uns warten. Gesundheit! Was bist du eigentlich für einer? Wie ein Mensch sieht das nicht aus, ganz ehrlich. Bin mir nicht so richtig sicher, was es darstellen soll immer. Wo kommen wir eigentlich da drüben hin? Naja gut, ist auch egal. Wir beeilen uns mal etwas nach unten zu kommen. Wir wollen ja nicht so viel Zeit... Was, Jäger? Achso. Wir wollen ja nicht so viel Zeit damit verschwenden, hier sinnlos durch die Gegend zu laufen. Muss ja nicht sein. Aber... Es tut mir leid, ich muss es tun, ich muss es tun. Wir brauchen noch ein bisschen Erz, um Ugolf da abzuspeisen. Und ich will ja so viele Quests wie möglich wirklich mitnehmen, auch wenn es nicht viel dafür gibt. Wenn sich die Gelegenheit schon bietet, mit ein bisschen Schürfen hier noch das reinzuholen... Da ist nichts mehr zu holen. Dann will ich das doch schon ganz gern machen. Und da es sowieso auf dem Weg liegt... Da ist nichts mehr zu holen. ...lässt es sich doch hoffentlich verschmerzen. Wenn wir hier noch die Erzader mit anzapfen, das ist bloß Gold. Wen interessiert schon Gold? Mit der Zeit werden sie sich alle unterwerfen. Nichts zu holen. War das gerade eine Ork-Stimme? Selbst zu verantworten. Wo sind die? Worauf wartest du dann? Da ist nichts zu holen. Irgendwo müssen ja noch Orks lauern. Sehr, sehr merkwürdig. Gut, aber wir sind da. Wir haben unser Ziel erreicht. Lass mich. Oh, nicht so schnippig, kleine Prinzessin. Das ist sowieso der coolste Ort, um zu schmieden hier. Aber wir dürften eigentlich nichts haben. Ja, das Notmarschmerz. Ich kann keine mehr machen, weil ich keinen Nebelgeist mehr habe. Aber ansonsten... Die haben ja Klingenschaden plus 90 und da sie selbst geschmiedet sind, plus 10. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich die dann noch schärfe, sind die eigentlich besser als... Also schon ohne das Schärfen sind sie besser als meine jetzigen Klingen. Müsste ich mir mal überlegen. Aber jetzt wird es ernst. Fokus. Und damit vernichten wir die mächtigen Artefakte Adonis. Los geht's. Ach, schade drum.
hätte man auch ein bisschen, ja, imposanter gestalten können. Ist ja doch ein entscheidender Moment im Spiel. Gut, und ich muss mir jetzt erstmal neue Sachen aussuchen, die ich mir anlegen kann. Oh, was nehmen wir denn da mal? Das hatte ich, glaube ich, ne? Und irgendwie fehlen mir ein paar Ringe. Naja, egal. Geht schon so. Nehmen wir das mal so, genau. So. Ja, ja. Lass die Waffe schön stecken. Wunderbar. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wieder hinten dranlegen. Gut. Wir haben es vollbracht. Es ist vorbei. Die Artefakte Alanos sind vernichtet. Und damit haben wir den Weg Alanos eingeschlagen. Beziehungsweise den Weg ohne die Götter. Oh. Wir können wohl nicht auf dem Amboss stehen, oder wie? Doch. Ich wollte schon sagen. So. Und wieder zurück bei Xardas. Bekommen wir jetzt hoffentlich ein paar Erklärungen mehr. Die Artefakte sind zerstört. Es ist getan. Du hast dich entschieden. Wie geht dein Plan weiter? Wir werden die göttliche Macht, die noch übrig ist, von dieser Welt entfernen. Selbst ich vermag nicht zu sagen, wohin uns dieser Weg führt. Doch eins ist sicher. Es gibt kein Zurück mehr. Was ist mit deiner Macht? Auch ich trage die Macht der Götter in mir. Und auch diese Macht darf nicht auf der Welt bleiben. Und wie hast du dir das vorgestellt? Wenn es an der Zeit ist, werden wir die Welt verlassen und in das unbekannte Land gehen. Das unbekannte Land also. Was ist das unbekannte Land? Das weiß niemand. Es gibt ein Portal weit im Westen. Doch niemand vermochte es bisher zu öffnen. Ich kümmere mich darum. Das Zepter von Varant und der Stab des ewigen Wanderers werden das Portal öffnen. Beide sind von großer Macht, Artefakte, die wir nicht vernichten können. Das Zepter trägt König Roba und Zuben besitzt den Stab. Du musst sie an dich nehmen und wir bringen sie fort von dieser Welt. Wir werden gehen? So ist es. Wenn wir beenden wollen, was wir begonnen haben, gehen wir zusammen. Wir werden diese Welt verlassen und der Krieg der Götter wird nicht mehr sein. Was ist noch zu tun? König Roba und Zuben sind die Erwählten von Innos und Belia. Sie besitzen also auch göttliche Macht. Sie sind folgsame Diener, nichts weiter als Marionetten in einem Krieg, den sie nicht verstehen. Sie werden ihre Macht bestimmt nicht freiwillig aufgeben. Vermutlich nicht. Aber wenn wir die Welt befreien wollen, müssen sie genau das tun. Sprich mit ihnen, falls sie dir überhaupt noch zuhören. Und sorge dafür, dass ihre Macht vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ja, damit erhalten wir die Aufgaben, Zuben und Roba, die Avatare der Götter, zu töten. Und das Interessante ist, zumindest Zuben zu töten, hätten wir auch als, also wenn wir uns für den Weg Belias oder den Weg Innos entschieden hätten, hätten wir so oder so die Aufgabe bekommen, Zuben zu töten. Dem Belia scheint Zuben nicht mehr so wirklich zu mögen. Der steht nicht mehr in der Gunst Belias. Der hätte dann nämlich gesagt, du bist mein neuer Avatar, töte den Alten. Und wenn wir für Belia gearbeitet hätten, hätten wir also genauso beide anderen Avatare töten müssen. Für Innos sieht's anders aus, da bleibt Roba natürlich am Leben. Wir haben uns aber für den Weg entschieden, die beiden auch auszuradieren. Ja, und ich würde sagen, wir können uns dann noch Richtung Thronsaal begeben. Ich würde sagen, wir fangen mit Roba an, weil dieser einfach besser zu erreichen ist für uns momentan. Und nachdem wir dann in der nächsten Aufnahmesession uns Roba geholt haben, werden wir danach wieder in die Wüste gehen. Und das freut mich sehr. Und in der Wüste werden wir dann dafür sorgen, dass wir nach Ishtar kommen. Und Ishtar haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen.
Da wird uns also nochmal eine komplette Stadt erwarten, in der wir Quests zu erfüllen haben. Und das wird ganz wunderbar, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir endlich wieder in die Wüste kommen.